kann ich es schaffen, einen perfekten Kreis zu zeichnen. Auf dieser Webseite hier werde ich es gleich testen können. Und diese Seite ist einer der vielen Games auf Neil.fun, wie zum Beispiel das Passwort-Game oder Kunstpreise erraten. Ich sage 60k. Was? Ein Game davon ist Draw a Perfect Circle. Hier ist die Aufgabe, einen perfekten Kreis zu zeichnen. Und es gibt so viele Leute in meinen Kommentaren, die sagen, ich wünschte, ich könnte einen Kreis zeichnen. Ihr werdet sehen, wie meine Kreise aussehen. Weil ich glaube, ich kann gar nicht mal so gute Kreise zeichnen. Ihr müsst wissen, ich zeichne gerade mit dem Gravitelbit-Stift. Okay, wie gut wird mein allererster Kreis sein, wenn ich versuche, einen Kreis zu zeichnen, okay? Ist das gut? 94%, es ist grün. Soll ich nochmal versuchen? Oh nein. Oh nein, 70%. Ich glaube, es muss um diesen Punkt in der Mitte gecentert sein. Okay, wir machen nochmal. Leute, ein kleinerer Kreis ist vielleicht besser. Wow, neuer Rekord. Man kriegt so einen Soundeffekt, wenn man einen Highscore macht. Okay, mein Ziel ist es 98. Kriegt man 98% hin? Sei der Kreis. Nein, nein. 87, 90. Oh. Habe ich einen Zirkel? Was ist, wenn ich jetzt hier mit dem Daumen festmache und dann mit dem Stift so drehe? Nee, okay, mein Handgelenk funktioniert so nicht. Mein Ziel ist es jetzt, 97 zu bekommen, okay? 96. Wir werden besser. Das ist schwierig. 96,8. Nimm einen Deckel einer Flasche. Oh mein Gott. Genius. Ich habe hier einen Deckel von so einer Erdnusspackung. Und der ist ja perfekt rund. Nein, ich kann auch keinen ganzen Kreis drumherum machen. Aber Chat, ihr seht eigentlich, irgendwie ist es schon sehr rund, ne? Es ist perfekt rund. Oh mein Gott, ich cheate. Ich cheate das System. Hä? Warum geht das nicht? Meine Strat, die war so gut. Ja, 97. Mein Ziel war 97. Wir haben es geschafft. Let's go. Ich bin so ein Künstler. Das sieht ja ehrlich gut aus. 98,8% per Hand, ohne Tools. Legendary Circle. Holy, was? Aber es ist das einzige Game, was cool ist. Leute, wollen wir Password-Game spielen? Choose a Password. Shop. /1. Digits of the Password must add up to 25. Okay. Your Password must include a month of the year. December. Roman numeral. Password must include one of the sponsors. Pepsi. The Roman numerals in your password should multiply to 35. Immer 7 und 5, ne? Your password must include this capture. Oh mein Gott. Ich bin ein Roboter, ich weiß nicht. Fortnite ist da drin. The digits in your password must add up to 25. Oh mein Gott, die haben das weggemacht. 26, das ist mir die 1 weg, oder? Easy. Your password must include today's Riddle answer. Oh mein Gott, was ist today's Riddle answer? Place. Break. Great. Trade. In 4 Tries, ich bin so krass. Trade. Your password must include the current face of the moon as an emoji. Moon face for today. Ist es das? Das hier, oder? Ja, ist richtig. Your password must include the name of this country. Kuwait. Ja. Your password must include a leap year. 1816, okay. Your password must include the best move in algebraic chess notation. Erha. Was? Ey, was heißt das hier? Rook. In fiesen Wegs Catcher in X ist inserted. Rook X. Das war das Richtige. Wenn man takes, muss man noch X sagen. Das geht die Zahl nicht mehr, Mann. Oh mein Gott, was? Das ist mein Chicken. Paul. Oh, okay, Paul, komm her. Komm her, ich pass auf dich auf. The elements in your password must have atomic numbers that add up to 200. Die Ordnungszahlen. Das ist Ordnungszahl 100. Ich mach K, 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 K. 5-mal. Roman numerals in your password should multiply to 35. Och nein, die Vs sind aber schon zu viel. Vowels in your password must be bolded. Actually, machbar. Das macht nichts kaputt. Das ist einfach ein neues Set an Dingen zu considern. Bam. Nein, was? Nein, 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 nein. Nein! Your password is not strong enough? Oh mein Gott, ich muss ein bisschen liften. Wir hitten das Gym. Ja, Mann. Your password must contain one of the following affirmations. Boah, Chat, wir practicen jetzt Self-Love, okay? Oh mein Gott, jetzt kommen die an wieder mit den Atomic Numbers. Paul is hatched. Don't forget to feed him. He eats 3 worms every minute. Your password must include the URL of a 28-minute-44-second long YouTube-Video. Oh nein, oh nein. Bitte reicht das. Das Video ist 28,45 lang, aber ich hoffe, die gönnen. Ich hätte keine Würmer mehr, Nein, hier, komm, bitte, friss. Das zählt. Oh man, jetzt die Zahlen. Ich bin so... Ich Paul ist daft! Paul, nein! Paul, wie konnte ich Paul vergessen? Auction Game. Wir spielen das Auction Game. Wir müssen jetzt erraten, für wie viel einzelne Auktions-Items verkauft wurden. Das gibt mir den Vibe, als wäre es teuer. Hat bestimmt eine tiefe Bedeutung. Ich sag 170k.
Shit, so teuer ist auch nicht. 11k ist trotzdem viel zu viel. Hours Blanc. Das ist 1923, ist alt. Ich glaube, weil es alt ist, könnte es teuer sein, oder? 35k, oder? Was? Ich habe null vergessen. Null mehr einfach. Mehr als eine Viertelmillion einfach. Ja, nevermind, der ist groß, der ist ja riesig. Und important and rare. Nee, das ist Englisch. And important and rare Kommode. Das ist so Kupfer. Das ist so gerostetes Kupfer. Ich sage 60k. Was? 1,4 Millionen? Ey, gib Tomery 20k und er baut dir das mit dem 3D-Drucker oder so. Das ist ein krasses Artwork. Das geht hart. Das muss doch viel wert sein, oder? Ich gehe auf 2 Millionen. Okay, mit teuer lag ich richtig, aber es ist ein bisschen teurer, als ich dachte. 23 Millionen. Big Red. Ist es ein Gemälde oder was ist das? Das ist ein Pixelart einfach. Wie ein Master Builders. Pixelart. Ich sag 30k. Wo sind ein paar Pixel? Portrait of George Dyer Talking. Das ist aber von Francis Bacon. Francis Bacon kennt man doch vom Namen, oder? Der hat irgendwas auch gesagt. Der hat Quotes gehabt, glaube ich. Knowledge is power, hat er gesagt. Er hat einfach Quotes. Imagine, ihr droppt einfach Quotes. Und ihr werdet gequotet irgendwann. So ein Motherfucker ist es. Jahre, hunderte Jahre später sagen Leute, weißt du noch, als er das gesagt hat, das ging hart. Was heißt, wenn er was gemalt hat, muss es ja krass sein, oder? 30 Millionen. Komm, gib mir für 30 Millionen. Francis, gönn. Gönn mir dein Bacon. Leute, es ging vorbei. Es ist noch mehr. Es ist ja noch teurer. 54 Millionen. Aber Chat, ich habe diesmal wegen 600 Punkte bekommen. Ich kenne das Bild nicht. Es hat aber einen teuren Namen. Wisst ihr? Bitte, ich will nur einmal richtig liegen, okay? Neil, gönn mir. Ja! Ja! 270k. Ich habe gesagt 250k. Ich bin so gut. Ich bin so ein Künstler. Umgeschlagenes Blatt von Gerhard Richter. Wenn sie 360k ist, ich kaufe es. Ja, Mann. Fast eine Million. Huch. Gerhard, der Brie. Er hat Business gemacht. Absurd Trolley Problems. Wir gehen jetzt rüber zu ethischen Fragen, okay? Seid ihr gute Menschen oder nicht? Hier kommt ein Zug an und wenn es gerade ausfährt und ihr nichts macht, werden 5 Leute überfahren. Oder ihr zieht am Hebel und dann wird der umgelenkt und überfährt einen. Aber dann müsst ihr halt am Hebel ziehen. Und was jeder machen würde, ist natürlich, ihr zieht am Hebel, damit eine Person stirbt. Eine Person ist weniger als 5. RIP an den Bree. 73% of people agree with you, 27 disagreen. Naja, weiter geht's. Das ist jetzt schwieriger. 4 statt 5. Naja, RIP an die 4 aber. Jetzt haben nur noch 2/3 der Leute zugestimmt. Boah, jetzt wird's natürlich, jetzt kommen wir in kritischere Gebiete. Entweder 5 Leute sterben oder dein Erspartes ist weg. Scheiß auf die Life Savings. Ich habe keine Life Savings. Ich pull den Lever. Du! Oh mein Gott. Entweder 5 Leute sterben oder ich selber. Mein Arm ist auch lang genug, um den Hebel zu erreichen. Die Leute schreien dich so an. Bitte pull die Lever. Du kommst ran an den Hebel. Und ich so, nee, ich komm nicht ran. Der Hebel ist zu schwer. Ich kann nicht. Entweder 5 Leute oder die Mona Lisa. Ja, scheiß auf die Mona Lisa. Mona Lisa braucht keiner. Der Zug kommt und auf dem Track ist ein reicher Mann, der dir eine 500.000 gibt, wenn ihr das umlenkt auf den anderen Typen. Eine 500.000? I take it. Die einfachsten 500.000, die ich gemacht habe. 52%. Moralisch sind wir noch auf der Mehrheitsseite. The joy is heading towards 5 people who are sleeping and won't feel pain. Ja, aber die wachen doch auf irgendwann. Ja, nee, ich pull never. Hier sind sich Leute actually uneinig. Als sie noch wach waren, war es 70-30. Jetzt, wo die pennen, ist es 50-50? Als ob es so den Unterschied macht, hä? Der Trolley fährt ins Nichts, aber ich will einfach den Zugfahrer ein bisschen trollen. Ich glaube, das machen die Leute sowieso schon hier in Deutschland bei der DB. Deswegen kommen die Züge immer zu spät. Irgendwie wer trollt die ganze Zeit. Ja, lass uns ein bisschen trollen. Wir trollen ein bisschen. 63% trollen auch. Ein bisschen trollen. Hihi, hihi. Size of Space. Ein Astronaut ist so groß. Okay. Okay, das Teleskop ist so groß. Das ist noch greifbar. Die Space Station ist schon riesig. Ja, okay. Hier ist eine Rakete. Okay, das ist schon echt riesig. Asteroid. Bennu. Alright. Ein Mond vom Mars ist so groß. Man sieht einfach schon die Menschen nicht mehr. Ceres, das ist ein Zwergplanet. Und wer ist das? Europa. Ich wusste nicht, dass Europa so groß ist. Hä, wo ist Deutschland hier? Titan. So groß ist ein Titan aus Attack on Titan. Oh mein Gott, no way, what? Ey, das sind wir, Chat, das sind wir. Oh mein Gott, ich sehe mein Haus. Your Anus. Saturn, Jupiter. Die Sonne ist schon fett. Pollux. Wer ist das? Roter Kreis. Clickbait. Bro, alles ist einfach Clickbait. Das sind natürlich die größten Verhältnisse, da kann ich nicht mehr. Da habe ich nicht mal mehr irgendwie ein Verhältnis. Das ist alles krass. Ich kann es nicht mehr vergleichen so. Oh, das ist dieses Foto vom schwarzen Loch. Noch größer schwarze Löcher. Dieses schwarze Löcher ist ja riesig. Ring Nebula. Keplers Supernova. Heikos Supernova. Bro, wie riesig ist das? Warum? Die Dache waren auch schon groß. Was ist das jetzt? Das Virgo Supercluster. Lanyakea. Hier? Huge LQG. Large Quasar. Quasar Group. Das hört sich an wie so eine Firma. Observable Universe. Hä? Diese Large Quasar Group ist ja ein sichtbarer Teil des ganzen Universums. Das ist krass. Draw Logos from Memory. Wie gut kann ich Logos aus meiner Erinnerung zeichnen? Das ist eigentlich easy. Rot. Ja, okay. Hä? Ich mach einfach M, oder? Close enough, oder? Ja. Fast. Draw Nike. Jetzt komme ich an meine Grenzen langsam. So, oder? Ja. Bam. Okay, Apple Logo. So, oder? Passt. Actually gut. Oh, nee. Was für Starbucks? Der Pinsel ist auch viel zu dick.
Egal. Ich gebe da komplett auf. Ich bin da komplett am Ende. Es ist ein Stern auf dem Starbucks-Logo, ein Star drauf. Ich habe ihre Haare nicht so lang gemacht. Ich habe keine Krone gemacht. Aber ich habe auch einen Kreis. Ich habe den Kreis und die Flossen gemacht und halt, dass es eine Frau ist mit Haaren. Draw the Amazon-Logo. Geht das so von A bis Z? Close enough. Close enough. Pepsi. So, oder? Ungefähr. Ich glaube, das gibt schon Pepsi-Vibes. Ja, okay. Stimmt, die haben da sowas. Draw the Twitter-Logo. Haha, haha. Oh Mann. Wir gucken. Ich reveal. Die Flügel haben Textur. Aber an sich, von der Shape, guck jetzt an. Hier, zack. Dieser Schwung. Ich bin zufrieden. Und die haben es gespiegelt, for some reason. Ich hab's gespiegelt, glaube ich. Die haben es gespiegelt. Ich glaube, es wieder. Snapchat. Oh mein Gott, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Snapchat. Ist ja nicht so. Keine Augen. Oh, ach so, der hat gar nichts. Der hat gar nichts im Gesicht. NASA-Logo. Sind so Sterne im NASA-Logo drin? Und das NASA-Logo ist da hier so ein Strich oder so durch, ne? Holy, ich glaube, das ist es. Ich habe gerade einfach einen Swish durch das mit Rot durchgemacht und hat mein Brain einfach connected. Und ich war so, wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin on point. Oh. Hey, warum ist das NASA, warum ist die Schrift gerade? Google-Logo. Ja, Mann, nein, was für nur das G? Was für nur das G? Nee, ich google jetzt das Google-Logo. Ich google. Ja, ja, okay. Gelb, grün und blau sind alle falsch. Ansonsten gab es auch nicht viel falsch zu machen. Jetzt halt ein G. Android, okay, Android. Chat, ich bin Android-User, okay. Ich belasse es dabei einfach. Oder so kurze Arme, so. Ich belasse es. Bitte zeig mir, bitte. Oh, okay, er hat Arme und Beine, aber so anders. Er hat so anders. Aber actually, Chat, close enough. Spotify. Das ist ein Kreis und dann halt so Striche. Ich weiß halt nicht, wie viele Striche es sind. Sind es drei? Ich reveal das Logo. Warum haben die mir Weisheitsoption gegeben? Warum habe ich es jetzt weiß gemacht? Ich dachte, das muss jetzt weiß. Oh, Mann. Ey, aber ich bin zufrieden. Spend Bill Gates Money. Bill Gates, 100 Milliarden Dollar. Und wir versuchen jetzt das jetzt auszugeben. Wir kaufen uns mal ein Big Bag. Mal zwei. Lass mal 100 Jahre Netflix haben, okay? Warum nicht? Jordans, ja. Ich brauche mal zwei davon, ne? Falls ein dreckig werden. AirPods nehmen wir 50 Stück. Nehmen wir ein Pferd, einen Ring und so. 20 Rollies. 5 Jetskis. 60 Teslis. Ich eröffne 3 McDonalds. Ein Schiff und ein NBA-Team. Und 2 Wolkenkratzer. Wie viel Geld habe ich noch übrig? Ist das dreist. Nicht mal 10% sind ausgegeben und ich habe literally alles schon. Ein paar Filme machen mit Dwayne The Rock Johnson. Eine Mansion. Vier Mansions. How many NBA-Teams are there? 30! Bro, er kann sich die ganze NBA kaufen und hat noch 36 Millionen übrig. Und dann nochmal 240 Flugzeuge. Und hat noch 100 Millionen übrig, was mehr als genug ist, um zu leben ein ganzes Leben lang. Und dann kann er sich noch wie viel Big Macs gönnen. Bis auf, damit er auf 0 Dollar kommt, kann er sich noch 50 Millionen Big Macs gönnen. Kauf den Holziplasch, damit ich irgendwann auch diesen Reichtumsstatus erreiche. Ich verdiene nicht so viel mit dem Holziplasch, glaube ich. Aber ihr habt einen Holziplasch zu Hause. Das ist, was zählt. Asteroiden-Launcher gibt es hier. Ich hätte einen Asteroiden irgendwo fallen lassen. Einfach in Berlin, okay? Soll ich einfach einen richtig riesigen machen und schnellen? Das wäre schon irgendwie langweilig, oder? Egal. Ich mache wirklich den krassesten. Was? Wie winzig? Scroll mal. Oh, never mind. Ich muss scrollen. Oh, der Feuerball ist dann aber so groß. Oh mein Gott, was? 21 Millionen Leute sind im Feuerball drin und würden daran sterben. Die Schockwelle geht dann auch nochmal bis nach Belgien und nimmt auch nochmal 2,8 Millionen Leute mit. Der Wind kommt auch bis in die Schweiz noch an und der Erdbeben macht ganz Berlin weg. Oh. Nur Hitzewelle, alles gut. Ja, Mann, Hitze. Es ist eh so kalt gerade im Winter. Ja, okay, krass. Das waren einige Games von Neil.fun. Und sie waren actually echt fun. Schaut euch gerne dieses Video an, um zu sehen, wie ich struggle. Oder holt euch den Holziplasch oder so. Bye, bye.